Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Michael zum Selbstsicher Live. Heute mit einem ganz spannenden Thema. Ja, sage ich wahrscheinlich immer, ich weiß es gar nicht, aber es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil dieses Thema unser Leben extrem prägt. Es geht um das Thema Werte, nicht um die moralisch-ethischen Werte, sondern um deine Werte. Also, schön, dass ihr dabei seid. Wer schon dabei ist, schreibt mir doch mal bitte rein, ob ihr mich gut hören könnt. Sehen gehe ich mal davon aus, aber hören vor allem. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal einen schönen dritten Advent. Ich glaube, wir haben den dritten, habe ich das richtig? Ja, es geht schon mal einen Daumen nach oben, wunderbar. Das heißt, man kann mich offensichtlich hören. Prima. Dann starten wir auch gleich mit dem Thema Werte. Erstmal, was sind Werte? Also uns ist allen klar irgendwo, es gibt sowas wie Werte. Wir reden auch oft sowas über Werteverfall oder wir haben keine Werte mehr oder die Jugend hat keine Werte mehr oder was auch immer so gerne geredet wird, mal in der Politik, mal in der Kirche, mal wo auch immer es sonst noch immer wieder Thema ist, Medien natürlich sowieso. Und hallo Cordula, hallo Gabi, super, dass ihr dabei seid. Und ja, erstmal unabhängig davon, ich glaube nicht, dass es einen Werteverfall gibt oder dass die Jugend keine Werte mehr hat, sondern was einfach immer schon war, auch vor 10, vor 20, vor 100 und vor 200 Jahren, dass Werte sich ändern in einer Gesellschaft. Aber wir gehen natürlich jetzt nicht von den gesellschaftlichen Werten aus, ja, um die geht es heute nicht, die ich eben so gerne auch als die moralisch-ethischen Werte bezeichne, die geprägt sind von zum Beispiel den Religionen, die geprägt sind von der Gesellschaft, sicherlich auch von der Politik und von den Gesetzen und natürlich ganz, ganz stark, wie immer bei uns, geprägt sind von den Medien, wo ja gerne auch mal dann so der Zeigefinger erhoben wird und auf die Moral eingesprochen wird oder manchmal übrigens auch von den Gerichten, ja. Und das führt dann natürlich dazu, dass es Diskussionen über bestimmte Werte gibt. Und das sind dann Werte, die sich eine Gesellschaft gibt oder glaubt geben zu müssen, denn die haben oft mit der Realität des Einzelnen nicht viel zu tun. Es ist mehr so eine Diskussion darüber, was sind gute Werte für eine Gesellschaft. Und wir selbst haben nicht nur gute Werte, da komme ich gleich dazu, wobei das stimmt so auch nicht die Aussage, aber da will ich jetzt nicht viel vorwegnehmen, sondern noch ganz kurz über diese moralisch-ethischen Werte sprechen, weil die natürlich für jeden Einzelnen von uns auch sehr, sehr wichtig sind. Wir können uns nicht entziehen, ja, die sind relevant. Und wenn ich mal anschaue, wie sich die Werte so in den ungefähr 50 Jahren, seit ich auf diesem Planeten bin, geändert haben, dann ist das schon natürlich deutlich zu spüren. Also, was ich nicht mehr so ganz real, wie soll ich sagen, selbst mitbekommen habe, aber zumindest noch erlebt habe, war so die Hippie-Zeit, also so die späten 60er, frühen 70er Jahre. Und da waren logischerweise ganz andere Werte als dann beispielsweise in den 80er Jahren. Es war so die Zeit, als die AKW-Demos waren und sich die Grünen gegründet haben und solche Dinge, wo also plötzlich Umwelt viel wichtiger war als vorher bei den Hippies vielleicht dieses Freiheit und Selbstverwirklichen. Und später ging es dann in den 90er Jahren plötzlich um Frieden. Das war so die bevor der Glasnost und Perestroika kam, wo also Dinge wie es sollen hier keine Atomwaffen mehr stationiert werden, die Amerikaner sollen ihre Waffen abziehen und so weiter. Dann gab es natürlich die Wiedervereinigung und alles, was da kam. Dann gab es eben so Dinge wie Einheit, dann nicht nur in Deutschland, sondern eben auch Europa und all diese Dinge und so weiter. Das heißt, du siehst, da haben sich in der Gesellschaft die Werte natürlich immer wieder ganz, ganz stark verschoben. Und das ist auch gut so, denn die Welt ändert sich und Werte sind immer dann wichtig, wenn wir sie vermissen. Das heißt, dann wird mehr darüber geredet, dann wird versucht, sie herzustellen und irgendwann sind sie dann da und dann verlieren sie an bewusster Bedeutung, ich nenne es jetzt mal so. Und wir haben dann wieder andere Dinge, wo wir merken, da gibt es Defizite und dann sind die wieder wichtiger. Und so verändern sich die halt. Bei uns selber ist es übrigens ähnlich, aber es geht um andere Werte. Aber diese Werte, die ich gerade erwähnt habe in der Gesellschaft, die prägen uns natürlich. Das heißt, alleine schon die Frage, in welcher Zeit du aufgewachsen bist, also eher in der Hippie-Ära, eher in dieser AKW-Ära, oder eher in der Pershing-Ära oder eher in der Wiedervereinigungs-Ära etc.
Das hat dich natürlich auch geprägt, denn unsere eigenen Werte, die haben wir natürlich teilweise von unseren Eltern übernommen, ganz klar. Die leben uns von Anfang an ihre eigenen Werte vor und das prägt uns natürlich. Das hat uns sicherlich auch ganz stark geprägt, was wir in den Medien erlebt haben. Also ich sage jetzt mal, zu meiner Zeit war das vielleicht die Bravo so als Jugendliche. Da haben wir als Jugendliche, haben wir da die Bravo oder die Mädels, teilweise die Mädchen, wobei die kam da erst, gelesen. Da gab es ja noch nicht so viel für uns, ja. Und die Bravo hat ja immer so mit dem erhobenen Zeigefinger. Die haben zwar dann nackte Jungs und Mädels gezeigt und viel über Sex geredet, also sprich auch so ein bisschen diese Freiheit, sich abnabeln von dem, was die Eltern, die noch so, da spricht man nicht drüber, ja, das schweigt man tot. Das war so die Generation unserer Eltern, die hat nicht über Sex geredet. Jetzt kam die Bravo und hat mit uns geredet über Sex, aber immer mit diesem erhobenen Zeigefinger. Man muss also sich zu nichts verpflichtet fühlen und all diese Geschichten. Also sind wir natürlich dadurch ganz stark geprägt worden in dieser Phase. Ja. Und je nachdem eben, in welcher Phase man aufwächst, wird man eben von den Medien geprägt. Übrigens nicht nur jetzt die Bravo, sondern natürlich auch, was sieht man im Fernsehen, was sieht man in Filmen, in Serien genauso wie in Kinofilmen oder ähnlichen Sachen. Was sieht man in Talkshows, wenn über sowas gesprochen wird. Oder heutzutage natürlich auch ganz stark in diesen ganzen, meiner Meinung nach teilweise grauenvoll schrecklichen Soap-Operas und vor allem diese ganzen Casting-Shows und ganz schlimm natürlich sowas wie Big Brother. Denn die Menschen, die wir dort sehen und mit denen sich auch die Menschen, die das anschauen, teilweise identifizieren. Also ganz egal, ob das jetzt eben ein beliebter Big Brother oder Dschungelcamp-Star oder wenn man da überhaupt von Star reden kann, oder DSDS oder wie immer diese Germany's Next Topmodel, wie immer diese ganzen Dinge heißen, da identifiziert man sich ja mit einzelnen Kandidaten oder auch Adam sucht Eva oder keine Ahnung, was es da alles gibt. Und wenn man sich mit so jemand identifiziert und erlebt, und das ist ja das, was diese Serien uns oder diese Sendungen uns vorgaukeln, dass wir diese Menschen ja hautnah erleben. Natürlich ist das ja schon selektiert von der Redaktion. Ja, wir sind ja nicht 24 Stunden dabei. Dann erleben wir auch deren Werte und das prägt uns natürlich. Und je jünger wir sind, umso stärker. Denn die Werte beginnen sich zu prägen mit unserem Bewusstsein. Man sagt ja, der Mensch beginnt ungefähr mit 6 Monaten sein eigenes Bewusstsein zu entwickeln. Davor haben wir noch nicht so viel Bewusstsein. Und das saugen wir natürlich alles auf. Und in der Pubertät haben wir dann nochmal so einen zweiten Schub, wo wir dann beispielsweise die Werte, die wir bis dahin von den Eltern und von der Schule und von den Medien erlebt haben, auch durchaus mal in Frage stellen, weil zum Beispiel unser Freundeskreis ganz andere Werte hat und wir das in dieser, ja, ein Stück weit Abnabelungsphase von den Eltern erleben, dass die eben andere Werte haben und die vielleicht dann auch manchmal spannender finden als die, die wir von den Eltern bekommen haben. Das heißt, das ist nochmal eine zweite große Phase, wo wir unsere Werte prägen. Natürlich denken wir da nicht bewusst über Werte nach, sondern das passiert halt einfach. Ja? Und die meisten Erwachsenen haben keine Ahnung, was ihre eigenen Werte sind. Es sei denn, sie haben sich schon mal ausführlich damit beschäftigt. Natürlich hat man ein gewisses Gespür dafür, denn unsere Werte beeinflussen alles in unserem Leben, da komme ich gleich dazu. Aber so richtig aufzuzählen und zu sagen, was sind meine wichtigsten 5 oder 10 Werte oder auch 12 oder 15, ja, das können die wenigsten. Und das ist aber durchaus sinnvoll, da werden wir auch noch dazu kommen. Also, wir haben eben zwar die Prägung durch Medien, durch Gesellschaft, durch Freunde, durch Gesellschaft, also das Gesellschaft habe ich gesagt, durch Kirche, durch Familien und so weiter, aber wir haben trotzdem unsere eigenen Werte entwickelt. Und unsere Eltern hatten ja auch nicht nur moralisch-ethische Werte, sondern die haben uns natürlich alle ihre Werte vermittelt und genauso die Freunde etc. Und wir neigen gerne dazu, auch die Werte anderer zu verurteilen. Manchmal haben wir sie aber trotzdem selber auch und manchmal verurteilen wir sie auch deswegen, weil wir sie selber nicht haben. Und da schauen wir uns mal an, was können denn so Werte sein? Und ich habe
selber mal vor langer Zeit angefangen, Werte aufzuschreiben und bin auf über 400 gekommen. Und es gibt wahrscheinlich noch mehr. Und es geht übrigens auch schon damit los, dass man bei manchen Werten durchaus uneins sein kann, ob das überhaupt ein Wert ist. Bei den meisten ist es allerdings sehr eindeutig. Und ich liste euch mal so ein paar auf, so 10, 20 Stück vielleicht. Ein wichtiger Wert ist beispielsweise für viele. Und wenn ich wichtig sage, dann ist es schon eine Wertung. Das ist eigentlich verkehrt, weil es eben nicht für jeden gleich ist. Also ein Wert ist beispielsweise Ehrlichkeit, Freiheit, Frieden, Sicherheit, Selbstbestimmung, Abenteuer. Ich spicke hier so ein bisschen, weil ich habe meine Liste gemacht, damit ich wirklich so eine Vielfalt drin habe. Gerechtigkeit, Treue, Abwechslung, Geborgenheit, Unabhängigkeit, Achtsamkeit, Anerkennung, Geld. Und da kommt jetzt schon bei manchen so ein Fragezeichen. Ist Anerkennung nicht was schlecht ist? Denn oft heißt es ja im Coaching, du sollst nicht alles für die Anerkennung machen. Wenn du dich frei machst von Anerkennung, dann bist du selbstbewusst. Nein, das sehe ich nicht ganz so. Und Anerkennung ist durchaus für viele Menschen ein wichtiger Wert und das ist auch okay so. Und genauso ist es mit Geld. Nur weil die Kirche uns jahrhundertelang gepredigt hat, dass Geld was Negatives sei, weil sie es nämlich lieber selber gehabt hat, als es ihren Gläubigern zugestanden zu haben. Hallo Michael, ist Geld nichts Negatives. Im Gegenteil, stellt euch vor, niemand würde sich für den Wert Geld interessieren. Wir hätten keine Wirtschaft, wir hätten keine, wahrscheinlich auch keine Arbeitsteilung mehr. Wir würden leben wie vor einer Million Jahren oder sowas. Gehen wir weiter in dieser Liste. Sinn, Glaube, Selbstverwirklichung, Familie, Harmonie, Ästhetik. Für mich zum Beispiel was ganz Wichtiges, Ästhetik. Ich hasse es, wenn irgendetwas, und es ist ganz egal, ob es eine Wohnungseinrichtung, ein Produkt oder eine Ware, ein Auto, eine Person, wenn irgendwas unästhetisch ist, das stört mich total, weil für mich Ästhetik immer schon was sehr, sehr Wichtiges war. Ruhm, können wir jetzt ähnlich wie mit Anerkennung sagen, kann durchaus auch ein Wert sein und ist nicht zu werten, sondern für den einen ist es wichtig, für den anderen nicht so. Qualität, Ordnung, Spontanität, Verantwortung, Anziehungskraft, Offenheit, Aufmerksamkeit, Macht, ja, auch wieder sowas, was die Kirche sicherlich jetzt nicht vorne hinschreiben würde. Loyalität, das schreibt sie dann vielleicht schon wieder eher vorne hin. Genauigkeit, Spaß, Begeisterung, Freundschaft und so weiter. Also ich will jetzt hier nicht 200 oder 300 oder 500 vorlesen, aber nur so Beispiele, was Werte sein können. Und da gibt es natürlich noch mehr. Und was tun jetzt diese Werte mit uns? Wofür sind die gut? Und ich habe vorhin schon gesagt, das ist so ziemlich das Wichtigste, was wir haben. Und es ist tatsächlich so, denn alles, was wir denken und tun und auch sagen, basiert letztendlich immer wieder auf unseren Werten. Das merken wir nur im Alltag natürlich nicht, sondern unser Unterbewusstsein checkt oder nimmt die Werte quasi als Maßstab und bildet darunter alles andere. Zum Beispiel, wir haben schon mal über Glaubenssätze gesprochen, also Überzeugungen. Glaubenssätze basieren auf den Werten. Glaubenssätze definieren auch teilweise, was der Einzelne unter Werten versteht. Auch hier mal ein Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel Liebe. Liebe ist sicherlich ein Wert, den ganz, ganz viele haben und sicherlich auch viele ziemlich weit vorne. Aber auch nicht jeder auf Platz 1. Manche auf Platz 1, manche auf 3, auf 5, auf 10, wo auch immer. Aber was genau bedeutet denn Liebe? Denn die Frage ist ja immer auch, wann fühlst du für dich selbst deinen dir wichtigen Wert erfüllt? Und das definierst du über Glaubenssätze. Das heißt, ein großer Teil der Glaubenssätze, die wir haben, dienen uns dazu, zu definieren, wann wir einen Wert erfüllt sehen. Denn für manche ist Liebe die Liebe durch zum Beispiel durch Kinder oder durch Haustiere. Für andere ist Liebe durch den Partner. Beides widerspricht sich übrigens nicht, aber der eine hat vielleicht das als wichtiger, der andere das als wichtiger. Für andere ist die Liebe von den Freunden, vom Freundeskreis, also lieber vielleicht etwas schwächere Liebe als zu einem Partner, dafür von mehr Personen. Für andere ist Liebe vielleicht sogar von Tausenden oder Millionen von Fans. Das treibt Menschen an. Das ist durchaus auch eine Form von Liebe und so weiter.
Oder Selbstliebe ist ja auch eine Form von Liebe. Das heißt, es gibt verschiedene Formen von Liebe, die man dann auch noch im Detail unterschiedlich definieren kann. Und selbst innerhalb eines Wertes kann es da wieder Hierarchien geben. Also es ist sehr, sehr weitläufig, dieses ganze Thema. Was ist für dich Anerkennung? Ist es wichtig, also falls das ein wichtiger Wert für dich ist, fühlst du dich dann anerkannt, wenn der dir wichtigste Mensch etwas anerkennt an dir oder dich anerkennt? Oder wenn es eher viele Menschen tun. Oder eben vielleicht auch wieder sowas wie Fans etc. Ja, ich habe von dem Buch schon mal gehört. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es nicht sogar im Regal stehen habe. Fünf Sprachen der Liebe. Aber ich habe es, glaube ich, nicht gelesen. Aber es ist ein bekanntes und sehr empfehlenswertes Buch, weil es mir schon sehr häufig empfohlen wurde. Wie gesagt, ich habe es nicht selber gelesen. Ja, weiter geht's aber damit, dass Werte oft im Widerspruch zueinander stehen. Und dann wird es natürlich kompliziert. Das heißt, wenn beispielsweise zwei sehr wichtige Werte von dir sind, Abenteuer auf der einen Seite und Sicherheit auf der anderen. Hallo Mariam, schön, dass du dich aus Kapstadt zugeschaltet hast. Schön, prima. Freut mich, dass du dabei bist. Also, wenn wir auf der einen Seite den Wert Abenteuer haben und auf der anderen Seite den Wert Sicherheit, dann ist das, sind beides können sehr wichtige Werte sein, für jeden auch unterschiedlich stark. Aber wenn die sehr nah beieinander liegen, dann kann das natürlich zu Konflikten führen, weil Werte sind oft untereinander verbunden. Das heißt, wenn der Wert Sicherheit für dich wichtig ist, dann kann das heißen, kein Risiko eingehen. Beständigkeit, Planungssicherheit, solche Dinge hängen damit zusammen. Und mit dem Wert Abenteuer oft eben genau das Gegenteil. Also Risiko eingehen, Neues ausprobieren, verrückte Dinge tun, eben die Sicherheit verlassen, Komfortzone verlassen etc. Und wenn das dir beides ähnlich wichtig ist, also beispielsweise auf Platz 4 oder 5, die zwei, ja, dann ja, die Frage ist natürlich, ob es Sicherheit gibt, aber das definierst du wieder über deine Glaubenssätze, was für dich Sicherheit ist, Michael. Das ist ja genau dieser spannende Punkt, warum die Glaubenssätze da immer mit dranhängen. Ja. So, und wenn jetzt diese beiden Werte für dich gleichzeitig wichtig sind und du dir dessen aber nicht so wirklich bewusst bist, dann führt es immer wieder so zu so einer inneren Zerrissenheit, weil du spürst, es zieht dich sowohl zum Abenteuer als auch zur Sicherheit. Und das ist zum Beispiel auch der Punkt, und das kennen jetzt öfters die Männer vielleicht als die Frauen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das ein Vorurteil ist, nämlich so Werte, die sich auch widersprechen können, sind Familie und Freiheit, weil für viele Familie das Gegenteil von Freiheit ist. Ja? Das ist ja ein Commitment mit anderen und damit auch eine Bindung und damit das Gegenteil von Freiheit. Für manche zumindest, wieder abhängig davon, wie man es durch Glaubenssätze definiert hat. Oder Frieden und Gerechtigkeit können ein Widerspruch sein. Klingt jetzt erstmal eigenartig, aber warum? Naja, in dem Moment, wo jemand zum Beispiel hergeht und sagt, ich will für Gerechtigkeit kämpfen, ich will mich dafür einsetzen, dann kann es dazu führen, dass der Frieden manchmal verletzt wird, weil man sich eben ja mit jemandem, der die Gerechtigkeit vielleicht verletzt, anlegen muss. Und das ist ja wieder das Gegenteil von Frieden. Also du siehst, da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die sich widersprechen können. Du warst gerade auf einem Lion's Head. Auf dem Lion's Head, das ist, glaube ich, ein Berg. Ja, genau, soweit ich informiert bin. Ich war noch nie in Südafrika. Ja, da kann natürlich, genau, wenn man zum Beispiel Bergsteigen geht, da ist es wichtig, dass du dich dann, so weit es geht, um die Sicherheit kümmerst. Denn wer zu leichtfertig ist, der stürzt dann tatsächlich ab. Ja, habe ich mal einen schönen Vortrag von Reinhold Messner drüber gehört, der dann immer wieder gesagt hat, das Wichtigste ist das Risikomanagement, denn die Sicherheit gibt es nicht am Berg. Aber es geht darum, eben so viel wie möglich um die Sicherheit zu tun. Ja, genau, Berg, danke dir. Ja. Und was hat Anke noch geschrieben? Hallo Anke. In diesem Konflikt stehe ich gerade. Genau, ja. Ja, und diese Zwickmühle, die erleben wir, diesen Zwiespalt, die erleben wir dann dauernd. Und deswegen ist es sehr, sehr hilfreich, sich mal anzuschauen, was. Entschuldigung, Frosch im Hals. Sich mal anzuschauen, was ich denn für Werte habe und in welcher Beziehung zueinander die stehen, in welcher Hierarchie die auch stehen. Und da werde ich euch am Schluss auch sagen, wie man das rausfinden kann. Ja, wie man so seine eigenen Werte mal in eine Hierarchie findet und rausfindet, was sind eigentlich so die 5 oder 10 oder 15 wichtigsten Werte für mich. Denn was dann so auf Platz 40, 50, 60 ist, ist nicht unwichtig, aber ist nicht mehr so relevant wie die, die ganz oben stehen.
Jetzt habe ich natürlich über so Nachteile von Werten gesprochen, nämlich dann, wenn sie im Konflikt zueinander stehen, dann kann das natürlich ein Nachteil sein. Aber Werte haben ja vor allem viel, viel Gutes. Und wenn wir zum Beispiel keine Werte hätten, dann würde kein Mensch von uns Dinge tun, von denen wir selbst keinen Vorteil hätten. Also zum Beispiel kein Geld oder kein was auch immer. Ja? Wir tun Dinge, auch Dinge, für die wir eben kein Geld bekommen, um zum Beispiel Anerkennung zu bekommen, um Sicherheit zu bekommen, aber auch um zum Beispiel anderen Menschen zu helfen. Altruismus ist auch ein starker Wert für viele oder ähnliches. Das heißt, es würde sich niemand beispielsweise für Gerechtigkeit oder Frieden oder Freiheit oder Umwelt oder Bedürftige und Schwächere einsetzen, wenn er nicht entsprechende Werte hätte. Denn es bedeutet ja oft Aufopferung, das bedeutet oft Zeiteinsatz, das bedeutet vielleicht auch Geldeinsatz, das bedeutet Risiko. Denkt an Leute, die in Gebiete gehen, wo es richtig Probleme gibt, wo es Hunger gibt oder wo es Krankheiten gibt oder wo es Krieg gibt oder ähnliches, wo eben Menschen hingehen und sich drum kümmern, ohne selbst was davon zu haben. Die kriegen, ich weiß es nicht, ich war selber noch nie in so einem Einsatz, aber die kriegen da kein großes Gehalt, wenn überhaupt eins. Die meisten wahrscheinlich gar keins, ja. Kommt darauf an, ob sie irgendwo in einer Organisation angestellt sind oder das komplett freiwillig machen. Und das würde niemand tun, wenn er nicht entsprechende Werte hätte. Also sind Werte auch durchaus was sehr, sehr wichtig sind, letztendlich auch für eine Gesellschaft. Und es geht jetzt zwar natürlich, das sind natürlich oft auch sehr, oder da hat man schnell wieder diese moralisch-ethischen Werte im Kopf, aber durchaus können da auch diese anderen Werte dahinter stecken, die eben nichts mit dem moralisch-ethischen zu tun haben. Also zum Beispiel auch so ein Wert wie Anerkennung. Und ist vollkommen legitim. Wenn du dafür anderen hilfst, dass du eine Anerkennung dafür bekommst, ist das nicht, wie das die Kirche oder manche immer sagen, verwerflich. Dann ist es für dich einfach wichtig und in Ordnung. Ja, das muss man einfach wertfrei sehen, sondern das ist, was heißt wertfrei? Ja, Werte und wertfrei passt nicht ganz zusammen. Wertfrei von außen, also nicht be- oder verurteilen von außen, sondern es geht ja um deine persönlichen Werte. Und deswegen ist es wichtig und auch sinnvoll, so seine eigenen Werte zu kennen. Und da ist jetzt die Frage, wie kann man denn seine eigenen Werte eigentlich rausfinden? Und das geht sogar relativ simpel. Es ist ein bisschen zeitaufwendig, aber auch nicht schlimm. Kann man so in einer halben Stunde, Stunde schaffen. Und ich empfehle dir, mach das folgendermaßen. Nimm dir so 40, 50, 60 kleine Zettelchen. Das können Post-it sein, das können einfach kleingeschnittenes Papier sein. Das reicht, wenn die so eine kleine Größe haben. Deswegen nicht zu groß, weil du die dann nebeneinander auf einem Tisch auslegen sollst. Deswegen sollten die jetzt nicht riesig sein, sonst hast nicht genug Platz. Oder du machst das am Boden, dann kannst du auch so Moderationskarten oder Karteikarten nehmen. Und jetzt gehst du her und schreibst auf jede Karte einen Wert. Einige Werte, viele Werte werden dir sofort einfallen. Zum Beispiel Werte, die ich gerade erwähnt habe, um Abenteuer oder Gerechtigkeit oder Ehrlichkeit oder Altruismus oder was immer es ist. Geld, Freiheit, Ehrgeiz, Ästhetik. Und so weiter, da werden dir schon einige einfallen. Schreib die alle auf die Karten. Irgendwann fallen dir vielleicht keine mehr ein, dann überleg dir doch mal, was du gerne tust oder was dir wichtig ist zu tun und frag dich, warum du das tust. Welche Glaubenssätze und letztendlich Werte stecken da dahinter? Warum ist dir das wichtig? Und zwar auch Dinge, wo du dir vielleicht nicht unbedingt sagst, dass es wichtig ist, wo du dir vielleicht sogar sagst, eigentlich ist es gar nicht gut, dass ich es tue, aber ich tue es. Denn Werte sind ganz, ganz starke Motivatoren. Und wenn du etwas tust, was du eigentlich nicht tun willst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da auch ein oder sogar mehrere Werte dahinter stecken, die dich antreiben. Und es ist durchaus manchmal so, dass wir denken, den Wert will ich doch gar nicht, weil wir glauben, er verstößt irgendwie gegen dieses moralisch-ethische Prinzip der Gesellschaft. Aber nochmal, um das geht es uns hier nicht. Es geht uns darum, was du für wirkliche, tatsächliche Werte hast. Und die solltest du eben wertfrei, also ohne sie vorzuverurteilen, einfach mal alle aufschreiben. Und am Schluss hast du eben 40, 50, 60 Karten und du solltest auch nicht aufhören, bevor du nicht mindestens eben so circa
40 Karten oder mehr hast. Und jetzt gehst du her und nimmst zwei Karten aus diesem Stapel und überlegst, welcher von diesen beiden Werten ist mir wichtiger? Und das ist eine Gefühlssache, das ist ein Gefühl, das dir ganz schnell sagt, welcher ist wichtiger. Ja? Geh nicht nach irgendwelchen fremden Maßstäben vor. Bitte versuche sogar bewusst, dich von fremden Maßstäben freizuhalten, also von diesen ethisch-moralischen oder von irgendeiner Wertung der Werte, sondern geh wirklich her und nimm deine zwei Karten und spüre rein, welcher ist für dich wichtiger. Und dann leg die Karte weiter oben am Tisch als die, die nicht so wichtig ist. Ich lese mal kurz, was Michael geschrieben hat. Ist gerade mein Thema auf Arbeit, egal wie viel Ärger ich dadurch bekomme, ich sage Nein und damit Ja zu mir. Ja, genau, zum Beispiel. Mich steuern fremde Werte, ich habe Angst, auf meinen eigenen zu vertrauen. Was mache ich da? Vertraue auf die eigenen. Klar müssen wir uns manchmal auch anpassen, um gegen Werte einer Gesellschaft nicht zu verstoßen. Denn Gesellschaft bestraft das. Ja, wir sind ja, und nicht nur Gesellschaft als Ganzes, wir sind Bestandteil vieler Systeme. Ja, jeder ist Bestandteil zum Beispiel einer Familie, und zwar meistens oder viele sogar zweier Familien, nämlich der Herkunftsfamilie, die haben wir alle, ja, Eltern, Geschwister gegebenenfalls, Omas und so weiter. Aber womöglich auch einer eigens gegründeten, einer selbst gegründeten Familie, also sprich deinen Partner, deine Partnerin und wenn du hast, deine Kinder, das ist die zweite Familie, also hast du zwei Familien. Das nächste System, das wir haben, sind zum Beispiel Freunde. Ein weiteres System sind beispielsweise dein Team in der Firma, in der Arbeit, wie es so schön heißt, eben nicht auf der Arbeit, das ist Dialekt. Und die Abteilung kann wieder sein, wenn es jetzt eine größere Firma ist, dann gibt es vielleicht nicht nur dein Team, sondern eine Abteilung, vielleicht auch einen Bereich, vielleicht auch eine Filiale oder eine Ländervertretung oder was auch immer. Also selbst innerhalb der Firma gibt es verschiedene Systeme. Dann gibt es vielleicht noch sowas wie Sportclubs, vielleicht bist du in irgendeiner Partei oder Verein oder Verband, sind auch nochmal Systeme. Und dann gibt es natürlich die Gesellschaft und da auch gibt es auch natürlich verschiedene Abstufungen. Und jedes dieser Systeme, jedes einzelne, deine Familie genauso wie die Gesellschaft, dein Sportverein genauso wie deine Abteilung, hat jedes davon hat eigene Werte. Die liegen nicht riesig auseinander, sonst würde innerhalb eines großen Systems, wie zum Beispiel die deutsche Gesellschaft, sage ich jetzt mal, oder die europäische Gesellschaft, würde das nicht lange existieren oder es würde zumindest Ärger geben. Aber trotzdem sind die jedes Mal anders. Und wer innerhalb eines Systems gegen diese Werte verstößt, der, oder auch Regeln, da stecken ja wieder Regeln und Glaubenssätze drunter, der wird verstoßen oder bestraft, je nach Schwere natürlich. Das kann also sein, dass in einem Freundeskreis, dass man dann einfach nicht mehr informiert wird, nicht mehr eingeladen wird, plötzlich nicht mehr dabei ist. Das kann sein in einem Verein, dass man dann ausgeschlossen wird, weil man gegen die Satzung verstoßen hat. Im Verein ist es etwas klarer, weil da gibt es eine Satzung. Muss es ja geben vom Gesetz her. Also gibt es da schriftliche Regeln, genauso wie beim Staat. Da gibt es Gesetze. Aber ihr wisst ja aus der Diskussion seit Anfang der 90er ist das ja ein ganz, ganz großes Thema, dass es eben nicht nur Gesetze gibt, dass zum Beispiel in Firmen gab es das, das ging in den frühen 90er Jahren in den USA los und hat sich dann so ein bisschen verbreitet, hat auch damit zu tun, dass in Amerika ein anderes Rechtssystem herrscht. Dort wurde, ich glaube, es war 1995, eine Firma verurteilt. Wäre in Deutschland übrigens so nicht möglich, trotzdem hat es bei uns auch zu einer Diskussion angeregt. Da wurde eine Firma verurteilt und zwar ist Folgendes passiert. Ein Manager hat einen Schaden verursacht, der einen Kunden, jetzt lasst mich die Zahl erinnern, ich glaube, es waren irgendwie so 16 oder 17 Millionen Dollar gekostet hat. Jetzt ist es, bei uns zum Beispiel kannst du als Angestellter, egal ob du Gabelstapelfahrer bist oder CEO, kannst du bei uns per Gesetz, darum ist übrigens das, was gerne immer gesprochen wird, da fährt ein CEO eine Firma gegen die Wand und wird nicht bestraft dafür. Das ist gesetzlich verboten, das darf er gar nicht, weil jeder Angestellte, und CEO ist genauso angestellt wie ein Gabelstapelfahrer, darf maximal, ich glaube, auf 2 Monatsgehälter haften dafür. Ja? Stell dir vor, ein Gabelstapelfahrer fährt so ein 100.000-Euro-Teil gegen die Wand,
verdient aber nur 2,5 netto oder 2,2 oder ich weiß nicht, 2 oder 2 netto, ich weiß nicht, was ein Gabelstaplerfahrer verdient. Nee, brutto meinte ich jetzt. Das würde der nie abbezahlen können. Also gibt es da eine gesetzliche Grenze. Und das ist in Amerika eben nicht so. Die haben solche Regeln gar nicht. Und jetzt wurde Folgendes gemacht. Dieser Manager wurde verurteilt, 1 Million selbst tragen zu müssen. Und die 16 weiteren Millionen, die musste das Unternehmen tragen, das von diesem Fehler aber nichts mitbekommen hat. Mit der Begründung, es gibt zwar kein Gesetz dafür, aber das Unternehmen hätte es versäumt, den Managern über die gesetzlichen Regeln hinaus Werte zu vermitteln. Ja? Und diese Urteilsbegründung war eine Sensation, weil das hat dazu geführt, dass dann sofort die ganzen Unternehmensberatungen ein Geschäft gewittert haben und dann angefangen haben, in den 90er Jahren jeder Firma als Beratung zu verkaufen, ihr müsst jetzt quasi Werte für eure Mitarbeiter vorschreiben, weil ihr sonst verurteilt werden könntet. Und nachdem in Amerika relativ schnell innerhalb von 5, 6 Jahren alle Firmen sowas hatten, haben die das dann, McKinsey war damals die größte und stärkste, haben die das dann auch auf Märkten, wo es eigentlich rechtlich gar keinen Sinn gemacht hat, auch verkauft. Ich kann mich erinnern, 2001 hatte plötzlich Siemens dann an Mitarbeiter so Scheckkarten gedruckt, also auch aus so Plastikmaterial, hat jeder Siemens-Mitarbeiter hat eine Karte bekommen, wo die 6 Siemens-Werte drauf waren, die von der Unternehmensberatung festgelegt waren und die für einen riesen Aufschrei gesorgt haben, weil damals war es bei Siemens noch so, dass nie jemand entlassen wurde und dass man im Prinzip noch so von der Lehre bis zur Rente bei Siemens gearbeitet hat. Und jetzt war der höchste Wert Innovation. Und das sind zwei Werte, die vertragen sich nicht. Ja, die Leute sind aus dieser Sicherheit zu Siemens gegangen, sich nie wieder um was kümmern zu müssen. Ja, man bleibt jetzt 45 Jahre bei Siemens und wird von vorne bis hinten betüttelt mit allem, was dazugehört. Und jetzt schreibt sich Siemens plötzlich Innovation auf die Fahne, was ja Risikoveränderung und sonst was bedeutet und was sie ja übrigens seitdem auch tatsächlich leben, aber was die Mitarbeiter natürlich ganz schön vor den Kopf gestoßen hat. Also war das so ein kleiner Ausflug. Das ist also genau das, was in der Gesellschaft passiert. Und wo ganz schnell eben fremde Werte sind. Und jetzt ist natürlich tatsächlich die Frage, und ich hatte solche Mitarbeiter im Coaching, jetzt nicht nur von Siemens, aber eben tatsächlich auch von Siemens, die kamen zu mir und haben gesagt, sie vertragen sich nicht mehr mit den Werten, die die Firma lebt, was sie tun sollen. Und es geht jetzt so in die Frage, die gerade Anke auch gestellt hat, dann kann ich nur sagen, und das ist zwar drastisch, aber es ist es wert, wenn das Unternehmen, für das du arbeitest, deine Werte nicht oder mit deinen Werten nicht zusammenpasst, es muss ja nicht 100% übereinstimmen, das geht ja gar nicht. Aber wenn es da große Konflikte gibt, dann verlasse das Unternehmen, denn es ist zu wichtig für dich. Und das geht jetzt bei dir genauso, Anke, weil wer immer jetzt diese fremden Werte dir vorgibt, ob es die Gesellschaft ist oder deine Eltern oder dein Partner oder wer auch immer, wenn es zu sehr mit deinen im Widerspruch ist, dann zieh einen Schlussstrich. Ja? Es geht nicht immer, aber versuche es so weit wie möglich und schau, was deine Werte sind und lebe deine eigenen. Und wenn es nicht, wenn so ein radikaler Schnitt zu heftig ist, dann arbeite zumindest langfristig darauf hin. Das ist meine Empfehlung. Ja? Und wenn es zu problematisch ist, dann such dir jemand, der dich unterstützen kann. Da gibt es jede Menge Coaches dafür. Bin ich auch einer natürlich, aber da gibt es in Deutschland, ich weiß nicht, wie viel hundert, wie viel Zehntausende, ja, etc. Gehen wir mal weiter, was hier noch ist, weil ich habe hier eine ganze Menge. Beginne an dich selber zu glauben. Michael hat das geschrieben, war wahrscheinlich auf Anke gemünzt. Aber es gibt ja auch viele Wertekonflikte in Deutschland, auch Europa. Selbstverständlich gibt es die, ja. Das ist ein ganz, ganz großes Teil. Worüber wird gestritten? Natürlich immer über Wertekonflikte. Ich meine, warum gibt es verschiedene Parteien? Weil eine SPD andere Werte hat als eine CDU und eine FDP oder die Grünen oder auch eine AfD oder die Linken. Ja? Also jede Partei hat ja bestimmte Werte und zieht damit die Menschen an, die ähnliche Werte haben. Und das ist jetzt ein Beispiel, warum wir oder wie wir mit unterschiedlichen Werten auch umgehen in einer großen Gesellschaft. Denn Gott sei Dank haben Menschen unterschiedliche Werte, aber da steckt immer auch ein Risiko drin. Und das ist immer dieses Thema Balance. Das heißt, wie weit ist es sinnvoll, auch unterschiedliche Werte zu haben? Und wie weit ist es sinnvoll, eine Balance oder eine Gemeinsamkeit zu finden? Und da geht es immer um eine Balance. Wie kriege ich das hin? Ja? Ob das jetzt in Deutschland ist, ob das in Europa ist, ob das in
auch innerhalb einer Firma übrigens ist. Also ich habe schon öfters mit Firmen an dem Thema Werte auch gearbeitet oder irgendwie damit zu tun gehabt. Denn nach dieser Phase, wo Unternehmensberatungen Werte an Unternehmen verkauft haben, was ein total schwachsinniges Konzept war, aber es wurde so gemacht, hat man dann gemerkt, das wurde auch von den Mitarbeitern eben ganz schnell negativ quittiert, zu Recht, dass es so nicht geht, sondern dass man aus dem Unternehmen raus selbst Werte entwickeln muss. Und das ist heute auch der Trend. Und ja, du kannst in einem Unternehmen nicht erwarten, dass alle die gleichen Werte haben. Das geht überhaupt nicht. Stell dir vor, du hast 30.000 Mitarbeiter aus 170 Nationen, wie es jetzt ein Kunde oder ein ehemaliger Kunde von mir hat, die noch dazu in verschiedensten Ländern arbeiten, weil die halt überall Produktionsstandorte haben. Und Mariam, beispielsweise, du bist gerade in Südafrika. In Südafrika gibt es nun mal ganz andere Werte als hier in Deutschland. Und das muss man alles berücksichtigen. Und da geht es eben wirklich darum, wo ist die Balance zwischen eine Gemeinsamkeit zu finden, weil das ja sehr viel auch mit Identifikation zu tun hat, ja, wie ich es vorhin beschrieben habe. Und auf der anderen Seite aber auch diese Vielseitigkeit zu akzeptieren und auch unterzubringen, auch leben zu lassen. Ist ja auch jetzt, wenn es um die Flüchtlinge geht, ist das ja auch ein großes Thema, denn logischerweise kommen die mit ganz anderen Werten. Und auch nicht alle mit den gleichen, denn manche kommen aus Syrien, manche kommen aus Ghana oder ich weiß nicht wo oder aus Albanien und da hat wieder jeder andere Werte. Und wahrscheinlich auch innerhalb Syriens haben die Menschen ganz unterschiedliche Werte, so wie bei uns auch. Ja, ich habe es an den Parteien gemacht, aber das könnte man jetzt auch an Religionen festmachen oder an was weiß ich, an Schichten oder sonst irgendwas. Da gibt es so unterschiedliche Sachen. Ja. Dann, was man schrieb, wenn man sich auf seine Werte beruft, muss man sich klar sein, dass sich sein Umfeld damit ändert. Ja, und das ist ja auch durchaus relevant, denn wir kommen natürlich mit Menschen leichter klar, die ähnliche Werte haben. Deswegen kommen zum Beispiel Leute, ich nehme jetzt ein krasses Beispiel, aber ich sage jetzt mal Leute, die am rechten Rand sind, die kommen untereinander super klar, weil sie ähnliche Werte haben. Ja? Die kommen halt mit dem Rest der Gesellschaft nicht klar und vor allem der Rest der Gesellschaft mit denen nicht. Aber so ist es nun mal, dass man sich Leute sucht, wo man ähnliche Werte hat. Und das ist übrigens auch ganz wichtig, wenn man einen Partner sich sucht oder einen Partner hat, dass man schaut, wie passen denn die Werte zusammen. Denn wenn die Werte nicht harmonieren, die müssen nicht identisch sein, aber wenn sie nicht harmonieren, dann wird die Beziehung keine lange Lebensdauer haben. Ganz einfach und auch ganz logisch und übrigens auch ganz richtig. Denn wenn die Werte sehr unterschiedlich sind, dann gibt es entweder permanent Reibereien, die beide auf Dauer fertig machen, oder der eine zwingt dem anderen die Werte auf, was ja auch nicht gerade schön ist. Ja? Dann, was schreibt angenommen, ist ein bisschen länger. Das ist eben das Schlimme, diese ego-gesteuerte Machtanheuerung. Und man bekommt es gesellschaftlich zu spüren, wenn man seinen Werten treu bleibt. Ich weiß jetzt nicht genau, was du mit ego-gesteuerter Machtanheuerung oder wahrscheinlich, also wolltest du Häufung schreiben, Autokorrektur wahrscheinlich, Machtanhäufung. Ja, ich bin da insofern wieder gleich ganz vorsichtig, weil Macht durchaus auch was Wichtiges ist. Also es ist jetzt auch nichts, was man gleich verteufeln darf. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Unternehmen führt, dann ist es auch wichtig, da eine gewisse Macht zu haben innerhalb des Unternehmens. Was jetzt zu weit führt, das auszuführen, aber das ist schon sehr wichtig. Auch in der Politik, du kannst Politik nicht ohne Macht machen. Du musst nur richtig mit der Macht umgehen. Wobei wieder die Werte definieren, was ist richtig. Aber und von daher ist es wieder sehr, sehr und wird es natürlich wieder sehr unterschiedlich gesehen. Aber Macht ist durchaus auch was sehr Wichtiges und ist ja auch einer von vielen möglichen Werten. Und wer eben in einer Führungsrolle ist, der braucht auch eine gewisse Macht. Auch wenn es dann gerne so in den Medien dargestellt wird, da ist jemand machtgeil oder sowas. Ein Politiker, der nicht Interesse an Macht hat, und ich vermeide bewusst das Wort geil, der wird in der Politik auch nicht vorankommen. Und so ist es in Führung genauso im Management. Also das Ego gesteuert deutet vielleicht darauf hin, dass vielleicht manchmal Macht, wenn du es so meinst, ich weiß es nicht, dass Macht vielleicht auch manchmal missbraucht wird oder dass die Macht vielleicht auch manchmal falsch genutzt wird. Das ist dann was anderes. Aber Macht als solche ist nicht verwerflich. Spüren, wenn man seinen Werten treu bleibt. Genau durch solche Erfahrungen bin ich traumatisiert und darum narzisstisch. Oh ja, das ist natürlich was anderes. Narzissmus
Ganz wichtiges Thema, denn Narzissten, das ist tatsächlich so, die missbrauchen tatsächlich ihre Macht und drängen anderen ihre Werte auf, ihre Ideen, missbrauchen andere letztendlich auch auf einer psychischen Ebene. Und das ist genau das, was ich gerade zum Beispiel gemeint habe, wenn man jetzt einen Partner hat, das muss jetzt nicht gleich Narzissmus sein, Narzissmus ist dann die übersteigerte Form, aber wenn man einen Partner hat, der einem die Werte aufdrängt, und Narzissten tun das natürlich und eben unter Umständen sogar sehr stark und nicht nur einem Menschen, sondern ihrem ganzen Umfeld oder all denen, die drauf anspringen. Da können wir jetzt wieder über Trump reden oder sonst irgendwas. Also Trump, bestätigen ja viele, ist offensichtlich Narzisst. Ich nehme es auch so wahr. Und ich habe mal in einem Buch von Trump gelesen, wo er selbst geschrieben hat, als junger schon, also als Highschool-Schüler schon, dass er erkannt hat, dass es Menschen gibt, die ihn hassen und dass es aber Menschen gibt, die ihm quasi bedingungslos folgen. Also sprich, die er ausnutzt. Ja? Und so treibt er heute noch seine Politiker um. Ja. Permanente Angst vorm Leben und ich habe ihr Selbstvertrauen verloren. Ja, okay, also das ist genau das, was ich vorhin auch meinte. Finde deine Werte heraus, erkenne sie, lebe danach und wenn's stärker ist, dann begib dich bitte in die Betreuung eines Coaches, womöglich sogar eines Therapeuten, wobei ich persönlich immer ein größerer Fan von guten Coaches bin. Nicht jeder ist leider gut, aber von guten. Oder eben ansonsten auch zu einem Therapeuten, wenn es so stark ist, wie sie es jetzt hier anhört. Es kann ja auch hier sein, dass es jetzt einfach nur sehr stark klingt. Michael geschrieben, du bist stärker, als du denkst. Genau, das ist wieder ähnlich, wahrscheinlich wieder auf Anke bezogen. Sehr gut. Anke hat sich hier nochmal bedankt. Nochmal danke, Michael. Kann Kommentare hier leider nicht liken. Ja, das geht nicht von jedem Ding aus, genau. Mariam hat sich verabschiedet, okay. Wird mich also nicht mehr hören, wenn ich jetzt was sage. Ja, Cordula schreibt, das braucht Zeit. Genau, ist definitiv so. Radikale Veränderungen sind zwar manchmal möglich, aber kosten unheimlich Kraft und führen oft dazu, dass man ganz schnell auch sein ganzes Umfeld vor den Kopf stößt. Es ist manchmal sinnvoll, sich neue Menschen zu suchen, aber es muss nicht sein, alle auf einmal neu. Ja? Um es dezent zu sagen. Ja, genau, meine. Ich habe Macht auch immer abgenommen, weil nur gesehen und weil ich nur gesehen habe, wie sie nicht angewendet sollte. Gibt es auch das Gegenteil von wende diese an. Ja, also man muss, wie gesagt, ohne Macht kann man vieles eben nicht voranbringen. Macht ist wichtig. Es ist nur immer eine Frage, wie man Macht einsetzt. Und da kommt natürlich dann auch sowas wie die ethisch-moralischen Werte rein. Da kommen aber eben auch die Werte der Gruppe an und eine Macht, ich sage jetzt mal eine CDU-Kanzlerin wird sicherlich anders genutzt als eines SPD-Kanzlers und jetzt dann aber auch der einzelnen Persönlichkeiten. Also einmal von der politischen Richtung her, logischerweise, aber auch von der Person, denn die, denkt mal an den Schröder vorher, die Faust des Kanzlers und die Basta-Kanzlerschaft und so weiter. Das war auch persönlich ein anderer Stil, der auf anderen Werten basiert, als eine Merkel, die das über viel Ruhe und Zuhören und dann mit aller Konsequenz strategisch durchzuziehen, ganz anders gemacht hat. Und sollte AKK nächste Kanzlerin werden, man weiß es ja nicht, ist noch eine lange Zeit, und da kann sich noch viel ändern, aber sollte sie es werden, die wird es auch wieder definitiv anders machen als die Merkel und auch früher ein Kohl hat es anders gemacht oder sonst was. Also Macht ist was Wichtiges, aber es ist immer eine Frage, wie man es angeht. Jetzt, wir wollten aber noch zurück, um das noch abzuschließen, zu dieser Wertehierarchie. Ich habe ja gesagt, die ersten zwei Karten nehmen, die wichtigere oben hinlegen, die zweite unten hin. Der Rest ist jetzt schon fast logisch und jetzt geh eben wirklich her und nimm eine Karte nach der anderen und sortiere die jetzt in diese Reihenfolge ein. Also ist sie noch wichtiger als die oberste, leg sie oben hin. Ist sie zwischen den beiden, leg sie dazwischen. Ist sie noch unwichtiger, leg sie unten hin. Und das ist am Anfang einfacher, es wird dann immer schwieriger, je mehr Karten es werden, weil manchmal ist es auch schwierig, sich zwischen zwei zu entscheiden. Aber so kommt man eben Stück für Stück zu seiner Hierarchie. Und wenn es jetzt wirklich deine 40, 50, 60 Karten sind, weiter unten wird es schwieriger, sich zu entscheiden, ist es aber auch nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass du über diese Methode deine wichtigsten 5 bis 10 oder 15 rausfindest. Du kannst also auch hergehen und erstmal den Stapel durchgehen und sagen, was sind denn so vom Gefühl her meine wichtigsten Karten? Das sollten dann so um die 10 sein, plus minus. Und die anderen kannst gleich aussortieren.
Und dann nimmst du diese eben 10, 12, 15 Karten und machst nur mit denen die Hierarchie, denn gerade um die obersten geht es, die sind die wichtigsten. Und wenn du dann deine Hierarchie hast, kannst du jetzt eben schauen, liegen da mal zwei nebeneinander, die kritisch sind, also wie wir es vorhin hatten, zum Beispiel Sicherheit und Abenteuer oder ähnliches. Und geh dann nochmal wirklich in dich rein, was ist dir wichtiger? Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie du damit umgehst. Entweder du entscheidest dich ganz bewusst und sagst, dieser Wert ist mir wichtiger, das wird meistens der obere sein, und den anderen akzeptiere ich jetzt in Zukunft weniger zu beachten. Und du versuchst ihn damit langsam weiter nach unten zu stufen. Und das geht, denn Werte sind nicht in Stein gemeißelt. Wir haben sie in der Jugend relativ häufig noch geändert und irgendwann dann mehr oder weniger beieinander gelassen, aber auch da gibt es immer noch mal wieder Änderungen. Oder aber, und das habe ich schon viel bei Coaches oder anderen Leuten erlebt, dass sie sagen, okay, ich suche mir verschiedene Bereiche, wo ich die Werte ausleben kann. Also zum Beispiel hatte ich mal einen, und das war das Paradebeispiel, verwende ich gerne als Beispiel, der war Beamter, und zwar wirklich aus dem Grund heraus, dass er ein sicheres Leben hat. Also von seiner Ausbildung bis zur Pension, mit der ganzen Versorgung des Staates und der Unkündbarkeit und alles, das war ihm ganz, ganz wichtig, um so eben die absolute Sicherheit zu leben im Job und auch familiär und so hat er alles auf Sicherheit gegeben. Aber in seinem Urlaub hat er jedes Jahr sich dann 3, 4 Wochen genommen und hat so richtig einen auf heftige Abenteuerurlaubgeschichte gemacht. Hat sich dann ein Motorrad genommen und ist durch die Sahara gefahren, selbst in Regionen, wo es vorher gerade Überfälle von irgendwelchen, was weiß ich, für Idioten auf Touristen gab und so weiter. Selbst da ist er noch rumgedüst, teilweise auch alleine und so weiter. Das heißt, er hat die Sicherheit, die bei ihm direkt, ich glaube, er war an 4. Stelle, an 5. Stelle Abenteuer, der hat die Sicherheit in 95% seines Lebens gelebt, mit allem, was dazugehört. Und hat aber sich dann als Ventil einmal im Jahr diesen heftigen Urlaub gesucht, wo er es dann so richtig krachen lassen hat. Und damit hat er diesen Wert 5, Abenteuer, wunderbar leben können. Und das sind so Beispiele, wie man eben mit seinen zwiespältigen Werten umgehen kann. Und wenn du diese Hierarchie kennst, erkennst du das. Und ansonsten hilft dir generell, diese Hierarchie zu kennen, dass du weißt, was ist für dich ein wichtiger Wert? Sprich, was motiviert dich? Was ist für dich auch wichtig, auch wenn es vielleicht mal was anderes ist, als die Allgemeinheit so sagt? Also zum Beispiel der Wert Anerkennung, der Wert Macht, der Wert Geld, wo die Gesellschaft sagt, Geld ist doch was Negatives. Nein, Geld ist natürlich nichts Negatives, das ist eine Wertung. Für die ist es vielleicht nicht wichtig oder sie tun so, als es sei nicht wichtig, weil sie gehört haben, es ist gut so zu sagen, Geld sei nicht wichtig oder sowas, ja. Geld ist natürlich was Wichtiges. Ohne Geld würde nichts funktionieren. Ohne Geld könnte man auch nichts Gutes tun. Also Geld ist eine Energie. Auch da wieder die Frage, wie nutzt man es selbstverständlich? Man kann mit Geld Drogen finanzieren, man kann mit Geld aber auch ein Waisenheim finanzieren oder was auch immer. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man tun kann. Oder Steuern zahlen. Ja, darf man nicht unterschätzen. Ich bin immer froh um jeden Menschen, der viel Geld hat. Warum? Weil er viel Steuern zahlt. Ja, alles, was der kauft, ist Mehrwertsteuer drauf. Alles, was er kauft, wurde produziert und damit haben Menschen Lohn verdient und aber auch zum Beispiel Lohnsteuer bezahlt und, und. Also es gibt, Wert hat immer, Geld hat genauso was Positives wie alles andere auch, eben genauso wie Macht oder Anerkennung oder sonst was. Du wirst aber automatisch viele Werte finden, bei denen du keine solche Bedenken hast, weil sie sowieso sehr nah an den Werten der Gesellschaft liegen, weil du ja von dieser Gesellschaft geprägt bist. Nur wenn eben einer dieser Werte auftaucht, wo du bisher immer gedacht hast, den will ich aber nicht haben oder sowas, dann akzeptiere ihn. Er ist dir offensichtlich wichtig, sonst würde er da nicht auftauchen. Und nochmal, es ist bei Macht oder bei all diesen Dingen immer eine Frage auch, wie du es nutzt. Ja? Eben nicht unbedingt, indem du andere ausnutzt, sondern indem du mit der Macht zum Beispiel Dinge steuerst, indem du mit der Macht Dinge erreichst, die wichtig sein können, etc. So, jetzt schaue ich noch ganz, sind Hierarchiewerte dann immer gleich oder verändern sie sich im Laufe des Lebens? Ja, hatte ich gerade schon gesagt, wahrscheinlich während du das geschrieben hast oder kurz danach, ohne es gelesen zu haben. Ja, grundsätzlich die Werte entstehen in der Kindheit und dann nochmal in der Pubertät. Danach verändern sie sich aber durchaus auch
ein Stück weit immer mal wieder, wenn auch nicht mehr so drastisch wie damals, aber sie verändern sich und man kann sie auch bewusst verändern. Also ich habe im Coaching, unter anderem übrigens von Robert Dilts, das ist so mein Liebling im NLP, neurolinguistisches Programmieren. Da ist Robert Dilts eine der wichtigsten Figuren und ich durfte mehrmals bei ihm sein. Und ich habe bei ihm einige ganz, ganz tolle Werteübungen kennengelernt, die ich auch schon oft im Coaching angewendet habe. Ich glaube, dass dieses Thema Werte und Glaubenssätze sogar auf Robert Dilts innerhalb des NLPs auf Robert Dilts zurückgeht. Denn es gibt im NLP ein ganz wichtiges Modell, das heißt die logischen Ebenen, teilweise auch die neurologischen Ebenen. Das sind sechs Ebenen. Ich müsste jetzt durchzählen, aber ich glaube, es sind sechs Ebenen. Und da sind die Werte zusammen mit den Glaubenssätzen auf der vorvorletzten Ebene direkt unter Persönlichkeit. Und dieses Modell ist von Robert Dilts entwickelt worden und ist ein sehr frühes Modell im NLP, auf dem wieder ganz viel anderes basiert. Und ich glaube, mit diesem Modell hat er das Thema Werte und Glaubenssätze ins NLP gebracht. Ich habe aber jetzt, bin jetzt kein NLP-Historiker, um das genau sagen zu können. Das ist nur so meine Einschätzung aufgrund der Bücher, die ich kenne. Wen es interessiert, ganz kurz die Ebenen. Die unterste Ebene ist das Umfeld, also was beeinflusst uns von außen. Es geht so ein bisschen darum, wie wir funktionieren. Die nächste Ebene ist unsere Fähigkeiten. Nein, Entschuldigung, ist unser Verhalten. Was tun wir? Das wiederum wird gesteuert von unseren Fähigkeiten, von unserem Wissen, Können, Fähigkeiten. Das wird gesteuert von unseren Werten und Glaubenssätzen. Das wiederum macht unsere Persönlichkeit aus und über der Persönlichkeit gibt es so etwas wie die Spiritualität, wie immer man die jetzt im Einzelnen definieren will, also diese Zugehörigkeit zum Großen und Ganzen. Bei manchen ist es die Religiosität, bei manchen ist es die spirituelle Achtsamkeit, bei manchen ist es das Universum, wie immer du es im Einzelnen definieren willst. Und das sind diese sechs Ebenen. Und da ist eben die Werte sind da die von unten gerechnet, die vierte Ebene. Und direkt unter der Persönlichkeit. Und das zeigt eben, wie wichtig das ist. Jo, das war so von meiner Seite zu den Werten. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, war es das für heute. Noch zwei Hinweise. Zum einen, wer ihn noch nicht hat, der Blockadelöser. Ah, jetzt habe ich mir den Link nicht rauskopiert. Ich schreibe ihn mal kurz rein. Den muss ich jetzt aber tippen. Normalerweise kopiere ich mir den immer raus. Wer den noch nicht hat, könnt ihr euch kostenlos runterladen. Selbstsicher.de Blockade. Mal schauen, dass ich es nicht falsch geschrieben habe. Ja, passt, das ist der Link dazu. Und wie gesagt, ist kostenlos, könnt ihr euch runterladen. Steht noch die ganze nächste Woche online. Danach wird es nicht mehr geben, zunächst mal. Vielleicht später mal wieder, weiß ich noch nicht, aber momentan erstmal nicht mehr. Das ist ein Tool, womit du Blockaden, also Dinge, die dich hemmen, das zu tun, was dir wichtig ist, herausfinden kannst. Das können ja auch Werte sein. Und lösen kannst. Und wie gesagt, es ist kostenlos. Ist ein Video und ist ein PDF und ein paar Videos von mir dazu, die dich da durch den Prozess führen und ist kostenlos. Ansonsten noch kurz der Hinweis auf das Selbstsicher Live von nächster Woche. Denn trotz 23. Dezember, also den Tag vor Heiligabend, ich habe es lange überlegt, aber habe ich mich entschieden, dass ich auch am 23. ein Selbstsicher Live mache. Da werden es vielleicht ein paar weniger sein, die das anschauen, aber die Aufzeichnung steht ja trotzdem dann auf YouTube und so weiter. Und es gibt genug Menschen, die am 23. vielleicht auch einsam sind und dann gerne zuhören, die also nicht sich dann schon um Familie und alles kümmern müssen, was man halt so an Weihnachten tut. Von daher habe ich mich entschieden, es zu machen, auch nächsten Sonntag, den 23. Und das Thema ist ein spannendes. Es wird nämlich sein Selbstsabotage. Ja? Und das kennt sicherlich auch der ein oder andere. In diesem Sinne, ja, danke auch an euch. Frage ist keine mehr dabei, sind noch ein paar, die Danke geschrieben haben. Super. Alles, alles Liebe euch. Habt noch einen wunderschönen Sonntagabend. Genießt die letzte Arbeitswoche vor Weihnachten. Vielleicht habt ihr noch Weihnachtsfeier oder sonst irgendwas. Macht euch eine schöne Zeit und wo kann man sich da immer anmelden? Was meinst du genau, Patricia, mit anmelden? Selbstsicher Live ist immer um Viertel nach sechs auf meiner Seite, jetzt selbstsicher auf Facebook.
Und also anmelden kann man sich ja bei Facebook leider nicht, sondern du musst dann pünktlich da sein, um 17:15 auf meiner Seite jetzt selbstsicher. Und nee, das ist eben bei Facebook nicht ausreichend. Da gibt es leider keine Möglichkeit. Selbstsicher Live ist, ich stelle es dann immer irgendwann im Laufe der Woche zwar schon als Post rein, und da kann man sich erinnern lassen, aber das ist auch keine Anmeldung. Du brauchst dich auch in dem Sinn nicht anmelden, sondern einfach nur um 17:15 auf meiner Seite sein. Oder ein paar Minuten früher und dann diesen Post suchen. Irgendwann sagt auch Facebook, wenn du das vorher likest oder sagst, bitte erinnern oder sowas, dann kriegst du auch so 2, 3 Minuten vorher so ein Pop-up, wo drin steht, Michael geht jetzt live. Aber ansonsten einfach um 17:15 auf dieser Seite sein und ich poste natürlich auch immer ein paar Mal. Jo, in diesem Sinne, ich wünsche euch alles, alles Gute, lasst es euch gut gehen und wir sehen und hören uns hoffentlich nächsten Sonntag mit dem Thema Selbstsabotage wieder. Alles Liebe euch. Ciao, ciao.